ist wieder die Macke. Ich kann das mit der Schrift nicht so lesen. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video, ja, in einer ungewöhnlichen Umgebung. Und wie kommst du da hin? Ich bin aktuell nicht zu Hause, sondern wer bei den Daily Vlogs dabei ist, jeden Tag kommt ein neues Video, der weiß natürlich auch, wo ich mich momentan aufhalte. Und das ist im wunderschönen Gmunden. Ich bin da gemeinsam mit der Limonaden-Mundspülungssüchtigen Lara Fina und natürlich auch mit der Linzi oben unterwegs. Und die Pizza, genau. Die jetzt übrigens auf Instagram hat, sieht man dann im Vlog. Und ja, das Wetter wird ausgenutzt, hier werden coole Videos gedreht. Oje. Für den Zweitkanal, aber natürlich gibt es auch auf diesem Kanal in letzter Zeit, ich weiß, etwas weniger, aber heute gibt es wie gesagt wieder mal ein Format, das es schon länger nicht mehr gegeben hat auf diesem Kanal, nämlich Oma schätzt die Preise meiner Outfits. Ich will gar nicht mehr länger quatschen, wir schauen direkt zu der Frau der Stunde, meine wunderbare. Oma, was willst du denn heute wieder für ein Begrüßungslied? Heute will ich vom Skifahren, wie heißt denn das? Skifahren. Linzi Oma! Hallo! Nimm Platz, setz dich her! Ja! Ich finde das immer so furchtbar witzig, wenn man sich da in den Videos begrüßt, so als würde man sich wirklich das erste Mal sehen. Oma, wir drehen heute ein Video! Was hast du denn schon wieder? Na, was glaubst du, wenn da schon die Sachen liegen? Immer die Fetzen. Nein, das sind, ist Qualität. Ja, natürlich Qualität. Ich muss ja auch ein bisschen. Du hast auch bitte was von meiner Modemarke zu Weihnachten bekommen, also von dem her. Ja. Schauen wir mal, wie du das heute alles findest, was ich da ausgepackt, eingepackt habe. Ich habe drei Hoodies, ein Shirt und ein paar Schuhe. Eigentlich gar nicht so viel. Schauen wir, ob wir trotzdem auf die 10 Minuten kommen. Aber ich glaube, mit uns zwei Labertaschen wird das keine Challenge werden, oder? Ich kann schon gut schätzen. Dann fangen wir gleich einmal mit dem ersten Ding an. Was willst du, Shirt oder Pullover? Pullover gleich. Pullover, nehmen wir gleich den nach. Kostet mehr. So, bitteschön. Das ist der Pullover. Die Braven meine Videos schauen, die wissen natürlich, was das für ein Pullover ist. Ich meine, man kann es auch lesen, so ist es auch nicht, aber ja, einer meiner absoluten Lieblingspullover momentan. Bitte, kannst gerne mal angreifen. Boah, und der ist schwer. Was ist denn da oben? Da oben. Ah, die Schlange. Eine Schlange und eine Frau. Was steht da? Was ist denn da? Das? Oh, ich kann das gar nicht lesen. Was steht da? Ribest End. Ja, richtig, so heißt die Marke. Ribest End. Weiß ich nicht. Was steht da unten noch? Weiß ich nicht. Ist es so schlecht geschrieben? Das ist schlecht geschrieben. Also da geht eine Beschwerde raus an Ribest End. Was steht da unten? Nicht schlecht geschrieben. Also das ist einmal. Was steht da? Love. Das ist einmal Love. Richtig, was Hunter heißt Love? Liebe. Ja. Love Hunter. Mhm. Was heißt Hunter? Hunter ist der. Bang, bang. Okay, der Liebes-Bang, bang. Gut, dann lassen wir das Englische. Was sagst du zur Qualität selber? Die Qualität. Sehr schwer, ist er, gell? Ja, sehr schwer. Oder Gewicht? Ja, für einen Mann. Ja. Für einen Mann. Für eine Frau ist nichts. Man hat ja gute Taschen. Ja, kann man da einstecken. Da kann man was einstecken, das ist einmal prima. Und eine Kapuze, damit man sich verstecken kann. Richtig, das ist der Sinn von Kapuzen. Der Preis. Was sagst du, was kostet? Ja, der kostet für mich 200. Snippies! Stimmt, 210 Nummer. Im Ernst? Ja. Jetzt höre ich auf. Am besten verlassen wir es bei dem, Rudi. Ja, stimmt. 210 oder 215 habe ich bezahlt. Wirklich? Ich weiß es wirklich jetzt nicht, aber es ist so. Jetzt bist du. Tust du schon wieder einen Dreck aufheben, gell? Während wir da ein Video machen. Die Omas können einfach nicht aufhören zu putzen. Ja, das muss ja immer ordentlich sein. Nehmen wir den nächsten Pullover. So. Was hast du? Das ist ein. Ja, ich sage nicht die Marke, weil sonst könntest du es wieder erraten, aber hinten kann man Calabasas lesen. Das sollte jetzt für einige schon der Hinweis sein. Ah, Kanye West. Richtig. Da vorne haben wir noch so einen Aufstieg. Ja? Nein, das ist keine Aufstieg-Applikation. Eine Applikation? So wie Instagram, was wir vorher gerade applikationstechnisch auf deinem Handy installiert haben. Ja, das ist Applikation und das Zeichen heißt, weiß ich nicht. Liebes-Bang-Bang wahrscheinlich wieder. Nein, weiß ich nicht. Was steht da? Ich gebe dir einen Tipp, Oma. Das kann ich gar nicht. Die Marke heißt so wie die Schuhe, die ich dir gekauft habe. Niki. Nike. Fast, Oma. Calabasas.
Kellebesses. Ja, super, Oma. Das war wirklich, so spricht man das auch aus, Kellebesses. Ja. Das ist eine Stadt in Los Angeles. Und die Marke heißt so wie die allerersten Schuhe, die ich dir gekauft habe. Die, was du immer zum Golfen anziehst. Ah, wie heißen sie? Das weiß ich gar nicht. Das fällt mir momentan nicht. Die Weißen, Oma. Die Weißen, sind die noch da? Die hast du gestern angekauft. Die Easy. Das ist eine Terrorgruppe, Oma. Und von Easy ist auch dieser Pullover. Greif ihn einmal an. Auch schwer, gell? Season 5 Latsch. So ist die Größe, genau. Und ganz gut. Ja, Qualität ist auch gut. Das ist wird aber, glaube ich, auch in China produziert. Und kostet so wie der erste. Absolut richtig. Aber ich habe nur 180. Ja, so 200 bis 300 Euro. Ich glaube 300 Euro oder so. Aber ich habe nur 90 bezahlt, weil da unten ist ein Loch. Siehst du das? Da ist ein Loch. Das wurde schon mal zugenäht. Das habe ich irgendwem schnäppchenhalber abgecheckt. Aber einer meiner Lieblingspullovers. 90 Euro. Aber gut geschätzt, um Originalpreis liegt bei 200 bis 300. Gut, was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir ein paar Schuhe. Schon wieder die Kasperlschuhe. Ist das dein Ernst? Was heißt der Kasperlschuhe? Warum? Ja, die Clown ist ja verschiedene Schuhe. Das ist modern, Oma. Was? Ja, für dich schaue ich aus wie ein Kasperl damit, oder was? Ja, schon. Wann hast du die Weiße ja drin? Habe ich weiß Na auch. Gott sei Dank, sehr schön. Das sind, vorher hast du schon gesagt, Off-White. So gut. Ja, das stimmt. Achso, du hast das da gelesen. Von Nike. Ja. Nike Blazer Mint. Mint over the Oregon. In Beaverton, Oregon. USA. USA. Ach so, die sind aber ganz toll. Was schätzt du, kosten die aktuell? Ja, was ist der Preis aktuell? Da muss ich schon sagen, die kosten schon. Die hast du länger und kosten. 280, 300. Was sagst du? 280, 300? Ja. Willst du sagen, wie viel die kosten? Ja. 500. Über 1300. Na, die kaufe ich mir. Was? Nein, jetzt lügst du aber. Nein. Ja, sicher. Nein. Mit die Bänder. Du nicht so viel Geld aus. So an. Aktuell. Ja, da musst du 1000 den Preis hinaufschreiben. Damit jeder sieht, wie viel die kosten. Na, im Ernst? Ja, ist mein Ernst. Bin ich nicht dafür. Sollte weniger kosten. Ja. Ja, bin ich auch. Da bin ich absolut bei dir. Ich meine, ich habe sie nicht gezahlt, aber trotzdem. Weil wer kauft denn dann solche Schuhe? Gibt's genug. Die Welt steht nicht mehr lang, aber es ist so. Und mal schauen wir uns den nächsten Pullover an. Das vorletzte Stück kommt da der bekannt vor. Der Sheriff. Der Sheriff aus den Texas-Filmen. Ja. Ja. Was sagst du zur Qualität? Ja gut, ist ja leichter. Hm? Das ist ein leichter Pullover und den taugt man sehr gern. Ach so? Das merkt man schon. Mit den Taschen wieder einstecken, Hände verstecken. Ah, was ist denn da oben? Der Mann mit dem Reiter ist doch Texas. Ja, ja. Aha, sehr schön, der gefällt mir. Kommt dir die Marke bekannt vor? Was steht da oben? Nix. Das ist ja deine Marke. Richtig, Oma, na bitte. Deine Marke. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jungsterne. Genau. Was kostet der? Der kostet für mich, weil es dein Logo ist, 600 Euro. Danke, Oma. 107 kostet der. So wenig kann sich jeder leisten. Die stelle ich zukünftig ein als meine Marketing-Dame. Kann sich jeder leisten. Als meinen Marketing-Officer. Ja. Du machst meine, du immer machst mein Marketing. Kostenlos. Ja, perfekt. Oma, letztes Shirt. Ach, der Löwe. Auch ein sehr schönes Shirt. Was steht da oben? Der Löwe ist wieder die Marke Change the World. Also wähle, was heißt das? Wähle die Welt. Klassiker. Yes. Und ist wieder die Marke, ich kann das mit der Schrift nicht so lesen. Collabor Aktiv Mission, das ist die Farbe, oder ist die Farbe? Board Aktiv. Collaborative Mission. Collaborative Mission. Und was heißt das auf Deutsch? Farben gemischt oder was? Nein, ich weiß nicht. Eine gemeinsame Mission. Und der Löwe. Sehr schön, gell? Ja.
Mit diesem Shirt, wenn man das Shirt kauft, unterstützt man Kamagawa. Das ist eine Tierschutzorganisation. Das heißt, mit dem Shirt habe ich auch den Tierschutz unterstützt. Ja. Ist auch von Represent. Alle Achtung. Was kostet das? Das kostet für mich, weil es das unterstützt, kostet es für mich. Ja. 300 Snippies. 115 nochmal, also sehr gut geschätzt eigentlich. Immer drüber. Ja, ja, außer bei den Schuhen. Weil es eine gute Qualität ist. Ja, Qualität ist super. Represent macht tolle Sachen, gibt's gar nichts. Ist ja gewirkt und das fühlt sich ja so kuschelig an. Ja, wird auch in Portugal produziert. Ja, da bin ich froh, da war ich ja schon. So wie meins, wird auch in Portugal produziert. Da war ich ja schon. Ah, kannst du mir so eine Sache geben? ja, Mama. Danke. Bitte, aber das nicht, das ist meins. Ja. Das war's. Oma, willst du noch irgendwas sagen? Ja, meine Lieben. Kaufen, kaufen, kaufen. Es ist eine gute Qualität. Was jetzt? Represent oder? Represent. Okay. Liebe Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir verlinken euch jetzt noch hier. Und hier. Ein weiteres Video. Das war's von uns. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall noch. Erster Link in der Infobox. Meine Daily Vlogs. Da ist die Oma auch jeden Tag dabei. Aktuell, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Das war's von mir, das war's von der Linzi-Oma. Tada! Bleibt uns treu. Ah, was ist denn da oben? Yeah!